ich sterben. Ich ertrinke. Und ich will aber nicht sterben. Aber ich weiß, dass ich muss. Aber ich will nicht. Dann komm mal ein bisschen zurück hier auf die Matratze. Mhm. Schaust dir mal an, dass du gerade innere Bilder dir anschaust. Also du kriegst ein bisschen Abstand zwischen dich und diesen Bildern. Und dann beschreibst du mal aus dieser Position, was du siehst. Ich darf nie in Trance fallen und mich nie damit beschäftigen, weil es... Ich muss immer wach bleiben, sonst... Oh. Ich muss mich immer an Mama und Papa festhalten, weil sonst spült's mich weg. Okay. Ich wollte doch nur schwimmen und nicht ertrinken. Ja. Gut, da sind wir wieder im Film drin. Deshalb geh wieder zurück hier auf die Matratze. Mhm. Wir machen gerade eine Innenweltreise. Und standardmäßig brauchen wir dafür eine Tür. Die stellst du jetzt einfach vor. Wir gehen dann überall in diese Szenen, auch wenn sie dann hochkommen und verändern sie oder decken sie auf. Guck mal, ob du dir jetzt einfach eine Tür vorstellen kannst. Ich bin einfach völlig verwirrt. Ich fühle mich wie ganz neu an dem Ort, wo ich bin. Und alle sagen, stell dir doch eine Tür vor. Und ich kann mir gar keine Tür vorstellen. Okay. Und das ist mir peinlich. Wie alt bist du gerade? Weil du bist offensichtlich derjenige, der hier aufpasst. Irgendwie 7. 7. Okay. Aber die 38-Jährige hat überhaupt keine Position in der Welt. Ganz genau. Deswegen flüchtet die sich in die ganzen Kinderanteile. Nee, dann müssen wir so. Die 38-Jährige wird von den Kinderanteilen ständig in Frage gestellt. Die ist keine Chefin. Die hat keine Ich-Struktur, wenn du so willst. Okay. Du bist ganz häufig 7-jährig und da gibt es bestimmt noch andere Anteile. Mhm. Und deshalb ist die 38-Jährige ein bisschen konfus. Aber mit der kann ich ja nur arbeiten, mit der 38-Jährigen, weil die kann ja nur eine Tür machen. Der kann ich ja nur Anweisungen geben. Ne? Oh, jetzt kommt, wenn ich das jetzt sage, kommt der Nebel im Kopf, den ich so gut kenne. Mhm. Der Nebel, der ist Wahnsinn, weil wenn ich das sagen will, was ich wirklich spüre, kommt der Nebel, zieht mich weg und ich kann es nicht mehr sagen. Die 38-Jährige hat den Konflikt. Oh, das ist körperlich gerade, ist schwierig gerade. Hier sind die, deswegen musste ich die alle abspalten, weil die sind mir alle zu viel. Da ist. Ihr seid viel zu viele in mir drin. Ja, und dann sagen die aber, aber wir gehören alle zu dir. Und ich denke so, ihr seid viel zu viel und ich weiß nicht, ich könnte immer nur kotzen, weil das ist viel zu viel und alles so konfus in mir drin. Ja. Und ich will das alles nicht. Aber wenn ich es nicht habe, dann gehen sie ganz weg. Also du bist die Königin, du sitzt auf deinem Thron und das ist dein Volk. So, und jetzt übernimm deine Aufgabe. Die Ich-Struktur ist die Königin immer. Und das ist dein Volk und die rebellieren gegen dich. So musst du es sehen. Aber lacht, ich bin ja nur die Königin. Das heißt, ich sitze auf diesem Thron und habe mir das irgendwie nicht ausgesucht. Ja. Und die sagen zu mir, Edgy Batch, wir lachen über dich, weil du sitzt auf dem Thron, willst die Königin sein und kannst nicht mal uns handeln. Richtig, da haben sie recht. Und ja genau, und ich denke aber so, irgendjemand hat mich auf diesen Thron gesetzt und ich wollte es ja gar nicht. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich das... Also ich kann weder weglaufen, weil ich auf dem Thron sitze, noch kann ich das handeln und das, das ist alles zu viel. Du sitzt auf dem Thron und kannst machen, was du willst. Du bist die Königin. Das sind alles Anteile von dir, die müssen dir gehorchen. Du gibst die Ordnung vor. Du hast eine Ich-Struktur. Und diese Aufgabe musst du jetzt üben. Ich glaube, die wollen endlich, dass du Königin wirst. Und fragst du doch mal. Du musst jedenfalls die meisten Anteile auf deine Seite kriegen, dann funktioniert es ja. Die sagen immer, das ist genau das, was mir im Außen auch begegnet, die sagen immer alle, jetzt sei doch mal Königin und
Ich verstecke mich lieber in meinem Kämmerlein, ja, fresse und ja, tu so als. Und da kommt sofort, das ist jetzt der Punkt, das ist auch, was mir im richtigen Leben und draußen immer passiert, dann legt sich ein Schalter im Kopf um. Ja. Und dann kann ich nicht mehr, dann bin ich nicht mehr da. Also der Schalter klickt ein, das ist wie so ein Klick. Und ich bin weg. Also ich, ja, ja, klar. Ich bin richtig bewusstseinsmäßig weggeklickt. Das, was gerade da war, jetzt, ich klicke richtig weg, ja, und bin weg. Ruf doch mal deine Anteile, dein eigenes Volk. Die sind gerade bockig. Die haben gesagt, du wolltest uns nicht. Und die sind jetzt alle, ja, auf dem Feld und genau, machen ihr Zeug und sagen, genau, nö. Ja, genau. Du nimmst ja deinen Platz nicht ein. Also hast du irgendein Erlebnis, wo man seinen Platz nicht einnehmen darf. Und das braucht man auch seinem Leben. Und da hast du schon richtig gesagt. Die Eltern sagen, du darfst kein Königreich haben. Nee, wenn ich zurückkomme, ist mein Papa da, der sagt, hör auf mit dem Scheiß, mit den Leuten dort in Gießen. Was willst du in Gießen? Ja. Komm mal wieder zurück nach Hause. Genau. Und hör mal auf, genau, mit dem ganzen Zeug. Und... Und dann guck mal, wie alt du dann bist, wenn du das gehörst. Wie alt bist du dann? 16. 16, genau. Dann bist du in der Pubertät und gehorchst deinem Papa. So, der entscheidende Punkt ist, aber du bist heute 38, du bist keine 16 mehr. Und dein Papa sitzt in dir und gibt dir Befehle. Diese ganzen Sachen passieren in Sekundenschnelle. Und das ändert sich ständig, ja, und ich kann... Ich weiß, boah, deshalb beherrscht dein Papa dich ja auch. Jeder hängt Schweiß raus. Symbolisch. Die 16-Jährige soll zugucken, dass du die Chefin bist. Aber ich kann doch meinen Papa nicht aus dem Schloss schmeißen. Aber ich bin doch seine Tochter und wenn ich ein Schloss habe, muss ich ihn noch aufnehmen. Das ist interessant, diese Energie mit Papa, Mama aufnehmen. Also das zieht mich immer wieder runter, ja, und ich kann mich gar nicht auf mein Schloss und mein Zeug konzentrieren. Dann sag ihnen das und deshalb sperrst du sie jetzt weg. Nee, das ist der letzte Konflikt. Ja. Also das ist das, woran ich kranke im Leben. Wie soll denn dann die Beziehung zu den Eltern aussehen? Wir müssen ja erstmal dich aufbauen, deine E-Struktur aufbauen. Ich muss zu denen sagen, Leute, es tut mir leid. Macht mal ihr euer Zeugs und, ja, oh, lasst mal mich in Ruhe. Guck, ob sie einverstanden sind, darum geht's ja. Die freuen sich, dass ich das endlich sage. Na, endlich, gut. Die freuen sich, dass du das endlich wegschickst. Das ist so, wie toll das ist. Ja. So. Du bist der König. Was immer wieder passiert ist, ich bin erleichtert, also ich könnte das loslassen, so mit Eltern sind weggeschickt, aber irgendwas, das ist wie eine heiße Herdplatte, wo es mich magisch hinzieht, das Bewusstsein will immer wieder in diesen Sumpf. Ja, ah, meine Eltern, Und da werde ich aber, oder da ist so ein wütender Anteil, der, ich habe es halt immer anders erlebt. Klar. Und klar. Sie darf jetzt wie immer bei dir bleiben, weil sie gehört zu dir. Wenn sie will. Ja, ja, klar. Genau. Aber sie wird wollen, weil sie gehört ja zu dir. Ich brauche ja ein Zuhause, das war ja das Wichtigste. Du suchst ja überall ein Zuhause. Nein, aber das Doofe ist, bei meiner, Entschuldigung, ich gehe da nicht so tief rein, aber bei meiner Tante habe ich immer dran geglaubt, dort war es schön, dass ich dort bleiben darf. Und dann musste ich immer wieder zurück und dann hat sich dieser Flucht- und Selbstrettungs- und neues Zuhause-Finden-Mechanismus entwickelt. Ja, ja, ich könnte die alle anschreien, ja, warum habt ihr denn ja, nicht erkannt, was die in meinem, ja, was Mutti und Vati mit mir machen, ja, warum habt ihr mich denn nicht gerettet, das kannst du ja an, dass immer alle mich wieder in diese Scheiße zurückgeschickt haben und ich, am liebsten würde ich meine scheiß Eltern umbringen. Ja, 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 oh, ist, ja, komm her. So Scheiße. Ja, super. Immer, ja, so Scheiße. Ja.
Jawohl. Ja. Dann kommt der Mama. Noch einmal. Wer kommt? Wer kommt? Nein, wenn ich das mache, kommt so eine Schuld von. Sag ruhig, Schuld, komm mal her. Ich will mal gucken, wie groß du bist. Red mir der Schuld. Und beschreib mir, wie groß ist sie denn? Schuld jetzt, ist ja nur ein Gefühl. Jetzt kommt so eine. Ich will keinen Nebenschauplatz aufmachen. Ich will das nicht sagen, weil das dürft ihr nicht über mich wissen. Ja. Aber ich. Das ist mal passiert bei einem. Bei einem Verkehrsunfall. Dass ich einen Menschen umgebracht habe. Und der Typ gehört dabei. Welchen Typ? Ja, den du umgebracht hast. Du redest mit ihm. Aber ich wollte das doch nicht. Dann sag's ihm. Red mit ihm. Ich wollte dich nicht umbringen. Du musst es ihm sagen. Die Schuld muss adressiert werden. Dann löst es sich auf, sonst nicht. Zeig ihm deinen Schmerz. Aber ich will dann lieber. Dann will ich lieber auch sterben. Ja, das machen wir nicht. Das sagst du ihm. Das stimmt. Natürlich hast du so ein Programm laufen. Ich bin so schuldig, ich bin so falsch, will hier weg. Aber so einfach ist das ja nicht, siehst du ja. Er macht dir Schuld, weil er hat eine gigantische Macht über dich gekriegt. Wie ist das passiert? Er ist ja vor das Auto gelaufen, oder was? Wie ist das passiert? Nee, es war ein Frontalzusammenstoß. Also der hat auch einen Lenker in der Hand gehabt? Der ist mir entgegengekommen. Hat er einen Lenker in der Hand gehabt? Na klar, der hat... Na gut, dann hat er Halbschuld. Komm, hier, teilt euch mal die Schuld ein bisschen auf. Der hätte ja weglenken können. Red mal mit ihm. Das hat mir noch nie jemand gesagt. Ist doch logisch. Mit zwei Autos zusammenknallen sind wir beide schuld. Einer konnte ja weglenken. Der drückt dir deine ganze Schuld auf und du gehst ein, gib ihm die 50% zurück. Komm, mach mal jetzt. Darf ich dazu kurz was sagen? Das ja. Das ist gerade viel zu viel, weil das hat mir noch nie jemand gesagt. Ja, das ist genial. Nee, aber mein Programm ist doch, du bist schuld, du bist böse, du hast... Und mir hat noch nie jemand gesagt, dass ich kann dein Programm sehen, deshalb gebe ich dir einen anderen Tipp. Dass der ja hätte auch weglegen. Sag's ihm. Aber ich bin doch die Schuld hat. Nein. Die Schuld hat immer 100%. Nein, sag ihm, hast du einen Lenker in der Hand gehabt? Oder frag ihn doch mal, hast du auch Schuld gehabt? Guck mal, ob er nickt oder nicht. Das Problem ist, wenn ich das sage, gewinne ich ja an Stärke. Und ja, sonst du, das will ich auch. Ich will, dass du endlich stark wirst. Aber wenn ich nicht kann, wo ich so denke, steck du doch mal verfickte Scheiße in dem drin. Und manchmal geht das eben nicht so schnell. Ich würde ja gerne, aber... Kannst du es nicht oder willst du es nicht? Kannst du nicht oder willst du nicht? Das ist so neu für mich, dass mir mal jemand sagt, du musst nicht die ganze Schuld tragen. Das ist für mein System... Ja. Dass du ihn einfach mal herrufst. Das geht. Ja. Und ihm jetzt sagst, wie es dir geht, dass du auch ins Gespräch gehst mit ihm. Das geht. Ja? Und dass ich eben nicht, genau, ja, dass ich das erste Mal vorsichtig sage, also zu ihm so, du hättest ja auch nach rechts lenken können. Du hattest ja auch ein Lenkrad in der Hand. Oh, was jetzt passiert ist. Ja. Er sagt, ich wollte das ja so. Genau, ganz genau. Er wollte sterben. Das ist nämlich mein nächster Verdacht. Die er wollte Selbstmord machen, hat dir die Schuld aufgedrückt. Merkst du? Eigentlich müsstest du doch stinkwütend sein auf ihn. Der hat dich benutzt. Für seinen Abgang. Hätten einen Baum nehmen sollen. Nee, ich kann es jetzt zum ersten Mal verstehen, warum das so. Wie alt warst du, wie du den Unfall gemacht hast? 18, naja. Das ist, als hätte der sich das gesucht. Ja, klar. Gibt so Typen, die fahren auf die Autobahn und nehmen irgendeinen Hops. Weil er hat nicht weggelenkt. Ja. Aber da kommt Wut hoch. Verdammte Scheiße. Der hat dein ganzes Leben versaut. Warum hast du nicht nach rechts gelenkt? Warum lastet man mir das jetzt an? Ja. Und du hättest doch auch nicht, du bist das Opfer, sondern du bist der Täter, weil du hättest genauso nach rechts lenken können. Aber du, verdammte Scheiße, hast dich aus der Affäre gezogen, indem du, jetzt kommt wieder mein Vater, den ich jetzt eigentlich anscheiße. Ja, genau. Du stellst dich immer als Opfer damit, ja, ich konnte ja nicht anders. Und im Außen, verdammte Scheiße, sieht es immer so aus wie, ja, der konnte ja nicht anders. Das war die Böse. Und es ist immer so, genau, als wäre ich... Ja.
Ich bin immer die Aktive, die Täterin, und die Täterin wird immer angegriffen. Ja. Und du machst dich in die Rolle von, ja, aber ich bin doch so und konnte nicht anders. Immer ich muss alle sehen oder... Nee, mich regt es auf, dass mein Vater sich immer in seiner Scheiße. Sag's ihm auch direkt, sag's ihm direkt. Du bist nicht in deiner sexuellen Energie und du traust dich nicht, deine Sexwünsche zu leben, du traust dich nicht, das zu leben, und dann drückst du das und machst mich fertig. Ja. Und dem Typ aus dem Auto auch glatt. Komm, der hat sich die ausgesucht. Der kann es auch glatt machen. Ja. Der ist eh schon tot. Gut. Der ist tot. Der ist auch verbrannt damals im Auto schon. Der ist im Auto. Nee, du in deinem Kopf musst das blatt machen, weil der hat ja geredet und so weiter. Den müssen wir blatt machen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt ein Ding ist, aber der hat keine Ladung. Da muss ich nur einmal so machen. Du sollst die Ladung. Ja, dann mach einmal so, dann ist gut. Ja, genau. Was passiert, ja. Genau. Gut. Einmal so kann machen. Ja noch mal. Ja. Ich überprüfe das alles. Also nicht, dass du dir einfach hier was vormachst. So ist das nicht. Wir können das alles überprüfen. Wir bauen jetzt einen Unfall und dann wir gucken, ob noch passiert der Unfall. Das ist so ganz einfach. So, jetzt guck hin, welche Bilder du kriegst. Ja, guck hin. Du hast nichts aufgelöst. Ganz genau, du hast nichts aufgelöst. Und jetzt gehst du da hin und redest mit dem Typ. Aber da, oh Gott. Ich saß in dem scheiß verdammten Auto und ich habe mein Becken gebrochen und mein Leben ist total kaputt gegangen wegen dir. Genau, ja, jetzt redest du mit ihm. Mein Leben ist kaputt gegangen. Deshalb geh jetzt hin und bring den Typ um. Komm, mach mal, wehr dich mal endlich. Der hat die letzten 20 Jahre auf dem Gewissen. Komm, dein ganzes Leben ist schiefgelaufen ab dem Moment. Du hast Schuldgefühl gehabt ohne Ende. Und der hat es absichtlich dich rausgesucht, um sich umzubringen. Also bring ihn jetzt um. Mach's, okay, komm. Was jetzt passiert ist? Ja. Ich habe keine Kraft, weil ich bin ja... Ja, also wie gesagt, mein Becken war gebrochen. Ja. Jetzt kommen gerade die ganzen Verletzungen und Narben, wo ich immer so Unfälle... hatte. Ja, ist klar. Und das ist alles. Da habe ich keine Kraft, weil. Du gehst jetzt dahin und machst das. Komm, du musst das verändern. Die von heute? Ja. Ist ein Wrack. Und gehört in die Psychiatrie. Nein, du bist jetzt gerade am Arbeiten. Die kannst du anschließen. Ja, das ist egal. Dieser Typ, der das Lenkrad in der Hand hat, der es entschieden hat, wo er hinlenkt, den bringst du um. Der muss aus seinem Kopf raus. Komm. Dann passiert eine ganze Menge, dann bist du richtig frei von dem Typ. Ja. Ja, da musst du jetzt wehren. Boah. Ja, ist okay. Das ist dein Entwicklungsschritt jetzt. Ich mach das aber. Boah, da laufen Bilder von Lieberfresse und Kotz, ich bis an mein Leben. Ja, das hast du auch gemacht die letzten 20 Jahre. Und deshalb machen wir jetzt was Neues. Ich bin so draufprogrammiert. Ja, ich weiß, die Psychiater haben nichts anderes gemacht, als dich einfach so zu lassen, wie du bist. Und ich will aber, dass du dich jetzt endlich änderst und dich wehrst. Das ist ein Entwicklungsschritt, den die jetzt macht. Die kippt jetzt ihr ganzes Leben in die andere Richtung. Ich helfe mir jetzt, heißt das nämlich. Ich bringe jetzt den Typ um, der mich schuldig gemacht hat, der mein Leben versaut hat. Ich wehre mich jetzt. Das passiert jetzt alles gerade. Es ist immer wieder so eine Papa-Überlagerung, der mich... Also er hat mich nicht sexuell missbraucht, aber irgendwie ist das so eine... Aber irgendwie schon. Und irgendwie habe ich nicht die Kraft. Also das ist so, lieber bleibe ich in meinem Bett liegen. Jetzt kommt das nächste Thema. Jetzt rutscht mal wieder da rein. Sie bleibt ins Bett liegen. Papa macht mit ihr, was er will. Wir müssen ein bisschen auch... Sie halten an dem Thema, sonst rutscht sie überall nur rein. Ja. Also, falls du dich übergeben musst, haben wir einen Eimer, gell? Lass dann laufen. Okay, danke.
Jawohl, werde ich. Toll. Ja, jawohl, super. Ja! Ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, warum jetzt die Psychiatrie in Leipzig hochkommt. Das ist alles so, als wäre das was, was ist. Oh, das muss raus, das muss weg. Ja, klar. Ich will mal einen Kopf haben. Ja, klar. Weg. Gut, dann guck noch mal neu hin, wie sieht dieser Typ aus mit seinem Auto. Er ist da drin verbrannt und ich habe das gesehen und der sitzt da so braunschrumpelig. Ja, dann geh hin zu dem und hau dieses braunschrumpelige Bild kaputt. Tu's. Jetzt. Geh du da hin. Der Typ hatte die Macht über dich gekriegt. Guck mal, der ist zu einer Maske geworden, zu einem Monster geworden, hat sich eingebrannt in deinen Kopf und beherrscht dich seit 20 Jahren. Hau ihm den Kopf ab. Komm, geh hin mit einem Eisenstein, du darfst machen, was du willst. Aber du musst es jetzt mal tun. Aber der ist doch schon tot. Nein, du sollst ihn kaputt hauen. Das Bild ist überhaupt nicht tot. Das redet sogar noch mit dir, wenn du willst. Er sagt, das habe ich gemacht, ja. Damit du dich dein Leben lang, naja, also wieso, damit, ich binde dich damit, du klebst, ja. Deshalb aus Schuld, ja. Und das ist aber sein Thema. Damit fühlt es sich aber für mich an, als würde ich damit jetzt Kontakt zu seiner ganzen Familie aufnehmen, weil ich mich jetzt das erste Mal zeige. Wichtig ist, dass du diesen Schritt jetzt lernst, dich ihm zu stellen. Und diese unglaubliche Schuld, die er dir draufgedrückt hat, dass du jetzt sagst, nein. Das ist für mich gerade ein Riesending. Aber jetzt? Dann könnte ich die ganze ich darf das ja nicht sagen, aber dann kommt so eine kleine Wut von, warum habt ihr denn mich dazu benutzt? Euren Familienkonto, das ist doch euer... Ja, genau, heb den rechten Arm und gib ihm einen drauf. Steh für dich. Ja. Jetzt musst du was tun. Das ist deine Entwicklung jetzt. Befreie dich von diesem Schuldgefühl, der liegt da. Verbranntes Gesicht, schau ihn an und du musst jetzt gewinnen. Ja, heb den Arm, schlag zu. Das ist das, was in meinem Leben immer passiert, wenn ich das machen muss. Ja. Wenn ich bestimmte Sachen machen muss, sacken mir die Knie weg. Und ja, ich weiß. Jetzt ist so, als würde weil du jetzt an dem dicksten Thema bist, wenn du das hast, sacken ja die Knie nicht mehr weg. Das erinnert dich alles an genau den Punkt, dass du jetzt mal was machen musst. Natürlich sacken dir die Knie weg bei dem Material, was du im Kopf hast. Das werde ich jetzt. Jetzt hast du ihn vor dir. Dickste, größte Monster, was es gibt in deinem Kopf, was dich in die Psychiatrie schickt, was dein Leben kaputt macht, da sitzt er vor dir. Der hat dich einfach nur benutzt und deshalb musst du dich jetzt wehren. Von außen sieht es aus, als würde ich mich wehren. Und von innen, der Arme macht nicht, was ich... Deshalb sag ihm, Arm, mach, was ich will. Das ist genau deine Psyche, die machen nicht, was du willst. Weil du keine Königin bist, das ändern wir gerade. Was kann ich denn machen? Zuschlagen. Damit ich die Kraft kriege, das zu machen. Arm heben, fallen lassen. Fang mal an, genau. Oh! Ja, das ist gut. Genau. Jawohl, jetzt kommt die Kraft nämlich. Jetzt kommt die Kraft. Jawohl. Ja. Jawohl. Der ist noch nicht tot. Das ist so stark. Sehr stark, ja, klar. Und der hat dein ganzes Leben bestimmt, der muss stark sein.
aber wir dürfen nicht drüber reden. Wir machen lieber, wir setzen uns alle um den Frühstückstisch und tun so, als wäre nichts. Nein, nein, das machen wir nicht. Das ist ein anderer Anteil in dir. Oh, damit zerschlage ich alles. Ja, wunderbar. Am besten die Eltern, die am Frühstückstisch sitzen und sagen, wir reden nicht, können wir die ganz sauber schlagen. Ja, die halten nämlich nicht zu dir. Die wollen nur nicht konfrontiert werden. Genau. Ja, passt wunderschön zusammen. Ja. Ja. Aber jetzt verliere ich alles. Ich verliere. Ja, du verlierst nur Eltern. Spielplatz, ja, ja. Auf Sportplatz. Die alte Scheune. Den scheiß Jugendclub. Das ganze scheiß Dorf. Den scheiß. Das scheiß Auto. Ja. Den Ofen. Und sofort sind die Eltern wieder, die sagen: Nun willst du das? Willst du das alles kaputt machen? Ja, machst du auch gerade mit kaputt. Die halten nicht zu dir, es nützt nichts. Aber die tun immer so, als ob. Mama, Papa, ihr tut immer nur so, als ob. Und dann gucken sie sich immer ganz. Oh, das ist so eklig. So immer, als wüssten sie nicht, wovon ich rede. So. Sag sie. Aber ihr holt mich immer zurück. Tut so, als ob. Und. Dann sagt er immer, gibt mir immer das Ding da so mit: Willst du deine Wiege verraten, wo du herkommst? Und ihr wisst ganz genau, ja, dass ihr mich damit immer kriegt. Ja, ja, ihr wisst es ganz genau. Ja. Und das tut mir aber nicht gut. Ja. Es tut mir einfach nicht gut. Ja, stimmt. Und ihr macht es immer wieder. Ja. Ihr wisst, ihr habt mich irgendwie nur ins Leben gebracht, damit ihr, weiß nicht, das ist aber so, damit ihr das Spiel mit mir spielen könnt. Es tut mir aber nicht gut, ihr wisst, dass ihr mich damit immer kriegt, dass ich ein Zuhause suche und meine Wurzeln, und ihr gebt mir immer diese Scheiße. Ja. Ihr gebt mir immer diese Scheiße und wisst genau, das ist nicht das ist, was ich brauche. Ihr wisst genau, dass ich mich nach was Bestimmtem sehne. Mm, ja. Ihr gaukelt mir das vor. Ja, ja, ist klar. Und das wird uns irgendwie, das wird uns für immer und ewig aneinander binden. Ja, aber wir ändern jetzt das alles. Wir müssen mit dem Unfall noch ein bisschen weiterarbeiten, weil das ist noch nicht ganz geklärt. Und deshalb machen wir als erstes mal ein großes Feuer, damit dieser Typ da auch jetzt wirklich mal verbrennt. Und deshalb müssen wir jetzt ein dickes Feuer machen. Und da schieben wir jetzt mal den Schrank rein und auch den Typ mit seinem verbrannten Gesicht. Aber das hat mein Unterbewusstsein verdrängt, damit ich das war. Das ist alles zu viel für mich, das kann ich nicht. Ich weiß, deshalb übe das ja jetzt. Jetzt ist es nicht zu viel für dich, weil du hast es ja hast ihn ja erschlagen. Genau, schau mal schön hin, wie ihr jetzt. Nein! Das guckst du dir jetzt an. Aber nein! Schau es dir jetzt an. Ich wollte das nicht. Kann ich nicht das Feuer da drüben zerschlagen mit, wo der drin sitzt? Das ist ja, das kannst du ruhig machen. Red mit ihm, das kannst du ruhig machen, das ist okay. Ich wollte das nicht. Verdammte Scheiße, hörst du mir mal zu? Ich wollte das nicht. Und ich kann. Jetzt werde ich bockig und wütend. Ja. Ich kann nur aus tiefster Seele sagen, ich wollte das nicht. Natürlich wollte ich es auch, weil ich wollte den Unfall bauen. Damit meine Eltern mich endlich lieb haben. Und dem Typ am liebsten die Hand geben. So, und jetzt als erstes testen wir, ob der Unfall noch passiert, weil ich will jetzt, dass die Unfallbilder aus deinem Kopf weg sind. Okay, du sitzt wieder im Auto und hast ein scheiß Gefühl, du willst deine Eltern jetzt auswischen, du willst einen Unfall bauen. Ja. Das tut hier noch weh. Ja, das tut noch weh, ja klar, das könnte auch nicht. Und jetzt guckst du hin und
noch körperlich. Das ist die Körpererinnerung, wie ja. das Becken ja, als Lenkrad weiß. Knallt. Ich weiß. Aber sind die Autos kaputt, ja oder nein? Beide Autos sind kaputt. Ja, dann ist es immer ein Unfall. Ist immer ein Unfall. Guck, hey, der Typ noch drin ist. Lebt er noch oder verbrennt er schon? Es ist einfach, ich gucke wie auf so ein Bild. Okay, dann zeig ihm schon aussteigen und guck, ob er es tut. Dann sehen wir ja, ob er lebendig ist. Was bitte? Er soll aussteigen. Ach so, ja, er steigt, er ist noch lebendig irgendwie. Ja, genau. Er steigt aus. Ja, ja, und dann geht's, könnt ihr euch die Hand schütteln. Ja, so, und jetzt ist eher so, verdammte Scheiße, was haben wir gemacht? Genau. Schön viel Einsicht da endlich. Boah, wow, verdammte Scheiße. Du hast das gesucht, ich habe das gesucht. Wir haben uns getroffen. Ja. Wir haben genau das gekriegt, was wir wollten. Ja. Und guck mal, was wir damit für eine Scheiße angerichtet haben. Ja. Ja gut, dann geht zu deinen Eltern am Frühstückstisch und sag, ich habe es eigentlich selbst gebaut, die ganze Scheiße. Ich kann es jetzt sehen. Entschuldige dich bei ihnen. Wahrscheinlich ist denen auch dann leichter. Mutti, Vati. Wie autonom sie ist, doch toll. Ich wollte den Unfall, weil ich endlich wollte, dass ihr so eine Angst um mich habt, dass ich fast tot bin, dass ihr endlich sagt, wir haben dich doch lieb. Genau. Du hast das stärkste Geschütz aufgefahren, was es überhaupt nur gibt, was dein Leben riskiert. Guck mal, was sie jetzt, wie sie jetzt reagieren. Denen sind gleich ihre angelernten Verhaltens- und wie sie Reagierensmuster fallen ihnen gerade nicht mehr ein. Und die sind erstmal total, die reagieren nicht, wie sie sonst immer reagieren, die sind einfach nur baff gerade. Ja. Mhm. Und vorhin, als ich dem die Hand gegeben habe, ja, da habe ich richtige, da ja, war ich da ja. und habe richtige Bestürzung ja. gefühlt. Wichtig wäre jetzt, ob wenn ihr euch entschuldigt habt und das, die Betroffenheit gespürt habt, ich würde gerne nochmal einspielen, um zu gucken, dass kein Unfall mehr passiert, weil es wäre dann das Optimalste, was es gibt. Du würdest nicht mehr erschrecken bei solchen Unfallgeräuschen. Und deine Körperreaktionen waren jetzt wesentlich weniger schon. Und wenn wir es nochmal durchspielen, müssten sie fast null sein. Und dann, das wäre natürlich genial, weil dann hast du dieses Thema, Trauma, Muster, Unfall aus dem Körper draußen. Ist okay? Gut, also sitzt wieder im Auto, du machst ein Spiel, du weißt es, du holst den unbewussten Typ, der macht auch so ein blödes Spiel und ihr macht jetzt einen Unfall. Habt ihr gesehen? Keine Körperreaktion mehr. Und sag mir mal, wie die Bilder jetzt aussehen. Das ist weg? Also nee. Ja, seh dich im Auto sitzen und sag mir, ob das Auto noch ganz ist und seins auch. Oder kaputt oder gedellt oder was weiß ich. Ich spür mal, kannst du noch lenken, kannst du noch rückwärts fahren, fährt das Auto weiter. Da ist kein Unfall mehr. Genau, perfekte Antwort. Guck mal, ob der Typ aussteigt und noch lebt und ganz nett ist zu dir. Das soll jetzt keine Suggestion sein, aber so müsste es sein. Naja, jetzt ist wie Landstraße, es ist Sonntag, die Sonne scheint, der macht einen Ausflug, ich mache einen Ausflug. Genau. Und wir sagen, hallo, was machen Sie denn hier? Ja, ich bin gerade in der Gegend, guck mir die Gegend an, schöne Fahrt und schönen Weg. Genau. Also das Gehirn produziert keine Bilder mehr und es gibt auch keine Körperreaktion mehr, dann ist das Trauma in dem Sinne aufgelöst, ja. Und logischerweise ein Schuldgefühl auch weg. Muss ja weg sein. Vorhin, bei diesem, als das mit dem Unfall noch war, ja. da hatte ich zum ersten Mal so das Gefühl, das war echt, also da... Richtig, da war es richtig drin. Das ist ja auch meine Absicht. Ich spiele ja deshalb Geräusche rein, damit du gezwungen wirst, in diese Bilder reinzugehen. Da kann man sich ja gar nicht wehren gegen. Deshalb ist es echt und das brauchen wir aber auch zur Auflösung. Geh nochmal zurück in das Schloss und zeig mal, wie dieser Thron aussieht und diese Königin aussieht, die mit 38. Mach das mal. Genau. Und spür das mal. Und sag mir mal, wie sich das anfühlt und was du siehst.
ich wäre das gern wieder, aber irgendwie, und ich war es schon mal aus irgendwelchen Gründen gekommen, so, aber irgendwie habe ich einen Cut gemacht und jetzt geht's nicht mehr. Ja. Und jetzt komme ich aber gerade, das ist so mein Grundgefühl von, verdammte Scheiße, wann habe ich eigentlich so komplett den Kontakt zu meinem realen Leben verloren? Und das ist ja Aufgabe der Psychiatrie gewesen. Die hätten mit dir so arbeiten müssen, deine Konflikte alle mal durcharbeiten müssen und so weiter. Machen gar nichts. Ruhig, trocken, sauber. Seien Sie still, gucken Sie Fernsehen, beschäftigen Sie sich. Die stellen dich einfach ruhig. Krisenintervention heißt, du hast da einen Platz zum Schlafen und zum Essen oder sowas. Genau. Genau. Aber auch nur, indem ich sie benutze als Vehikel, um aus dieser Familie rauszukommen und dann den Deal eingehe. Okay, ich weiß nicht wohin, na gut, dann... Bring du mich mal dahin. Genau, wir hören ja immer zwei dazu. Okay, ja, das klingt ja schon ganz einsichtig. Ja, weil so ist es immer, nicht die Psychiater oder die Kliniken sind schlecht, sondern es ist ja immer das Spiel, was ich mit denen spiele. Ja, es gibt 100.000 Zwangseinweisungen pro Jahr hier in Deutschland gegen den Willen der Klienten, also es gibt schon auch andere Möglichkeiten. Ich weiß nicht, zu welcher Wirklichkeit du gehörst, deshalb frage ich nach. Ach so, nee, das war alles freiwillig. Gut, nee, das ist ja auch nochmal was anderes drin. Ja, ich kenne das ja, das Spiel da drin. Ich war auf der Gerontopsychiatrie mit lauter alten, ganz schwer kranken Menschen zusammen. Hab gemerkt, dort kann man mir nicht helfen und ich brauche ja eigentlich was anderes. Deswegen hat es mich da rausgetrieben und so wie ich dort bin, schmeißen die mich natürlich auch raus. Weil es gibt keine medizinische Notwendigkeit, mich in der Akutpsychiatrie zu behalten. Ja, wenn man so ein Suizidkandidat ist, wie gesagt, das ist eine, wir sprechen hier von der Psychiatrie im tiefsten Osten, da wirst du auch schnell mal ruhig gespritzt und fixiert. Also so. Das heißt, da muss man vorsichtig sein mit dem, was man sagt. Nee, ich krank gerade viel mehr dran. Oh Gott, wie konnte ich es, wie mit dem Unfall, wie konnte ich es eigentlich so weit kommen lassen, mich in die Schiene von, ich bin ein bisschen behindert und bedarf psychiatrischer Behandlung, mich so weit kommen zu lassen, anstatt immer, wenn ich schon mal irgendwo angefangen hatte und in der Position war, anstatt diese auszufüllen. Ja. Boah. Und das ist ein ganz blödes, das ist ein mieses Gefühl, immer so das Gefühl zu haben, gar nicht im richtigen Leben zu sein, sondern in einem Parallelfilm. Also in einem Parallelfilm zu laufen, anstatt stark im richtigen, also so mit dem, das habe ich jetzt bei dem Unfall ganz stark gespürt. Ich weiß nicht, wie das ging, aber einfach zu sagen, wow, ich habe es provoziert, der hat es provoziert, wir haben uns getroffen. Das war so echt und das gibt mir Kraft. Und das ganze andere Rumgemache ist so, das ist nicht echt. Und das wird nochmal spannend, das Thema, was haben die Eltern mit mir gemacht, aber inwieweit habe ich es auch provoziert? Ja. Um was Bestimmtes zu erreichen. Ja, ja, ist klar. Aber das tat jetzt gerade so gut, mal zu spüren, also mal es echt zu spüren, also mal ehrlich sein zu dürfen und so. Das hat sich jetzt gerade wie echt angefühlt. Und das war ein schönes... Das war sauer, ja. Und der Rest, und das ist das, was mich eigentlich so fertig macht. So echt fühlt sich echt an und dann habe ich auch Kraft und das fühlt sich an wie, das ist echt. Und alles, was ich immer mache, ist so ein Rumge... Also so ein, wie soll ich es beschreiben, so ein, ist so unecht. Ja. So ein wie im Nebel rumstocher. Okay, du bist auch ganz anders da, deine Stimme ist anders da, deine Mimik ist anders da, du lächelst, du freust dich, du hast eine Ausstrahlung. Ja, so ist es schon. Jetzt darfst du da ankommen, deine Augen bewerten. Danke. Das, was bisher gefehlt hat, was auch in den Kliniken immer fehlt. Jemand, der wirklich nicht, also jemand, der es schafft, oder es hat mir bisher gefehlt, der es schafft, mich gegen meine Weigerung bei der Stange zu halten. Genau. Und das hat im Aber die müssen riskieren, dass sie dann auch ein Monster kriegen, dass sie eine kriegen, die ausrastet, weil du hast was erlebt, das wissen die, das spüren die auch. Und da wollen die eigentlich nicht ran, weil wenn du so bist, muss es Gründe geben, muss es heftige Erlebnisse geben. Und die beherrschen die normalerweise nicht. Weil die erlauben nicht, dass Leute so auslassen. Die haben selbst Angst vor diesen Energiezuständen. Das ist der wichtigste Punkt. Nee, ich habe das ein paar Mal erlebt, dass ich mit Leuten wirklich an so Punkte gekommen bin und dann
werden die unsicher. Die können das alles nicht mehr handeln, fangen dann an, mich anzuschreien. Also oder ich nehme es dann so wahr mit, jetzt mach doch, und ich kann aber nicht. Und dann kippt's. Und was hier jetzt passiert ist, ist, es ist nicht gekippt, sondern wir sind durchgegangen. Und das habe ich so noch nie erlebt, dass jemand die Stärke hat. Ja, ganz wichtig ist, dass ich oder so ein Teil in mir spürt, der kippt nicht. Also egal, was ich jetzt mache, der wird nicht weggehen. Also der wird weder, also ich kann dich nirgends hin manipulieren, dass du mich fallen lässt. Genau. Und das ist so. Und das machen Klienten instinktiv. Ich weiß, dass manche Prozesse bei manchen Leuten nie gelaufen sind, weil die Klienten spüren instinktiv, nee, der ist nicht stark genug, das kann ich nicht. Genau. Also die testen vorher die Souveränität aus, so kann man sagen. Mhm. Und dann lassen die los, vorher nicht. Ja. Aber das ist mir gerade so klar geworden. Also du musst echt denjenigen, der hier liegt, das Gefühl absoluter Sicherheit geben. Also wirklich so das Gefühl, ich bin der Felsen und egal was du machst, ich gehe jetzt hier nicht weg. Und sobald man, wenn man hier liegt, merkt, boah, der andere schwimmt, ist unsicher, dann kippt's. Und ich habe die Gruppe als extrem stabilisierend. Also oder hilfreich. Die sind gut, ne? Die sind echt alle gut. Als extrem hilfreich erlebt. Die ruhen sich. Was? Doch nicht alle wegkicken wie am Anfang. So irgendwas. Also alle fit? Guck mal, wie fit die sind. So toll, ne? So autonom, ne? Cool. Und was ich gemerkt habe, ist, also bei dir habe ich das Gefühl, du machst es nicht für dich. Du weißt, was du kannst, du willst wirklich, dass es mir besser geht. Und bei manchen Therapeuten ist es so, da merkt man, die machen das für sich, um sich ein gutes Gefühl zu geben. Weißt du, so, ja, den habe ich jetzt gut begleitet. Und das ist das merke ich bei mir. Das ist so, sobald ich merke, der macht das irgendwie für sich, um zu sagen, oh, war ich jetzt ein guter Therapeut, dann kippt's. Und wenn ich aber merke, da ist jemand. Es geht um die Sache, es geht um dich. Genau.